Spannt eure Bogen, denn heute gehen wir mit dem neuen zweite Version in die Matches rein. Let's go. Und an alle Freunde des Salmon Runs. Nächste Woche wird es eine Folge geben, denn dieses Freundschaftsband, also dieser eine Fuß da, also wo man halt barfuß rumlaufen kann, für die, die den letzten Part verpasst haben, da haben wir das entdeckt. Das gibt es im Salmon Run. Das ist eine Grisco-Ausrüstung. Weiß man nicht, was die da verloren hat, aber es ist so. Kann man nicht bestellen, muss man sich halt erkämpfen. Geht ja auch relativ flott. Ich weiß nicht, ist das das Item des Monats? Ich habe den Podcast leider nicht verfolgt vom Surimi-Syndikat. Okay, also wir versuchen heute diese Aufdeckdinger ständig auf den Turm zu schießen, damit unsere Mates wissen, wo, ja, dann die Gegner stehen. Und unsere Düsen feuern wir auch auf den Turm ab, sodass der halt immer unter Beschuss steht. Aber das läuft im Moment nicht so ganz knorke. Der Kraken, kommt der hier hoch? Ich weiß es nicht. Oh, er hat zwei erledigt, das ist natürlich bad. Oh, ich muss weg. So, ein bisschen Fokus hin. Das ist das Schwierigste am Bogen. Man muss halt den richtigen Winkel abschätzen. Und dann die Distanz, wie viele Pfeile man beieinander schießen will, ne? Der Bogen macht aber echt Spaß. Ich hatte aber immer Spaß mit dem Bogen. Ich fand nur den allerersten, den großen, da ziemlich schwer zu spielen. Und den lagt halt, der wurde halt genervt. Der war halt ziemlich gut. Aber der wurde halt massiv abgeschwächt. Deswegen ich den halt später nicht mehr so gespielt habe. So, was macht er hier? Stellt sich hinter mich. Dabei ist er doch der mit der Gatling. So, ich behalte den Turm im Auge. Ich werde aber nicht drauf gehen, glaube ich, ne? Oh ja, das war ein gutes Play. Also immer schön den Turm anfeuern. Gegner aufdecken. Und bereit sein für die Schüsse. Okay, da ist irgendwo ein Bogen. Versuche ich mal, meine Bomben da auf den zu schießen. Ja, ich habe ihn gekriegt. Sehr gut. Was macht er hier? Ah, wirdes Manöver. Ich weiß jetzt nicht genau, was sein Plan war, aber muss wohl aufgegangen sein. So, der Detektor macht leider gar keinen Schaden, ne? Das dient wirklich nur zum Aufdecken. So, Kraken wieder. Statt. Wir sind aber gut vorangekommen, also ja, die Gegner sind jetzt wieder am Turm. Aber wir haben auch die 40 Punkte erreicht. Wir sind nicht mehr so weit weg vom Gegner. Naja, warum stehen meine Mates ständig so rum? Was ist hier los? Habe ich was verpasst? Respektiert man irgendeine Waffe oder voll erwischt? Oh, nice. Okay, dann bleib aber hier. Bleib auf Distanz. Vielleicht eine Ult aufsammeln. Ist das die Lösung? So, erst wenn die Pfeile wieder zurück in den Ausgangspunkt gehen, dann hat man auch diese Pfeile, die halt stecken bleiben. Ah, die haben einen Disconnect gekriegt. Ah, waren bei meinen Mates die Verbindungen instabil oder wie? Ja, gut. Es scheint ein Win zu sein. Naja. Egal, wir nehmen den Win. Wir spielen übrigens Serie. Ach ja, stimmt. Kommentare, ne? Null. Ja, nicht mal King Flo hat geantwortet. War wohl zu cringe, die Frage. Naja. Oder die profitieren alle vom guten Wetter. Das würde ich auch ganz gerne machen. Ich mache nur dieses Video fertig und dann geht es für mich auch raus. So, Runde 2. Jetzt mit weniger Disconnects hoffentlich. Team ist, glaube ich, das gleiche geblieben. Oha, und bei den anderen mal kein Bogen drin. Aber der neue Bambusler, ne?
Die neue Version davon. Ich habe die im dritten Teil halt gar nicht mehr gespielt. Mochte die immer in Splatoon 1. War eine Zeit lang auch meine Hauptwaffe. Da haben wir noch, also da habe ich noch aktiv Turniere mitgespielt. ESL und so. Ah, es war eine geile Zeit. Würde es in Splatoon 3 auch versuchen. Also jetzt ist es zu spät, aber hat sich nie ein Team gebildet oder irgendwie jemand Interesse gezeigt, ein Team zu gründen, den ich halt kenne. Und deshalb, ja, wurde daraus halt nie was. Aber gut. Vielleicht in Splatoon 4, wer weiß. Aber ich glaube nicht. Ich glaube kaum. Also ich würde sagen, Splatoon hat jetzt seine eingefleischten Fans. Da kommen auch noch ein paar dazu. Aber die Höchstleistung wie, keine Ahnung, Splatoon 1 wird das Spiel wohl nicht mehr erreichen. Trotzdem Respekt an die Serie, ne? Also sehr schnell Beliebtheit gekriegt. Musste sich ja quasi gegen die drei Könige messen. Zelda, Mario und Animal Crossing. Das hat's hingekriegt. Er lässt sich auch von diesem Bambusklotz da vernichten. Wir sind in Führung. Das ist der Vorteil. Gut, ich schieße mal meine Pfeile auf den Turm. So gut es geht. Ja gut, ich erreiche ihn von hier aus. Ja, drei Pfeile können drauf. Sehr gut. Nice. Boah, da springt ein Ding auf im Turm. Das ist auch geil. Wo ist der? Wo versteckt er sich? Moon, du musst ihn kriegen oder er trinkt. Ne, er hat auch Ult, ne? Was hat diese Waffe für eine Ult? Er hat sie noch nicht eingesetzt. Ach, Regenwolke. Okay. Ja, der Kraken hat da einen guten Job gemacht. Oh ja, der Bogen ist so geil, ne? Ich weiß nicht, schießen die anderen Bogen auch so weit? Es kommt mir wirklich so vor, als könnte man so auf Sniper-Positionen mit dem Bogen hantieren. Geile Sache. So, wieder Ult. Ein paar auch da. Sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Ich glaube, da sitzt jemand. Ja, auf dem Turm sitzt jemand. Oder? Nee, Turm ist leer. Okay, dann gehe ich mal drauf. So, lass es mal Pfeile regnen. Wir machen unseren Hanzo. Oh Gott. Hier kommt man hoch, ne? Ja. Okay, der ist aufgedeckt. Kann ich den denn auch vernichten? Okay, abwarten, abwarten. Ja, ich bin auf dem Turm. Ich habe ihn auch erwischt. Ich muss die Pfeile auf den Boden schießen. Dann klappt das am besten. Nein, haben die jetzt wirklich die Führung gekriegt? Oh, nee. Das war so dumm. Okay. Schaffen wir das Comeback. Oh ne, und die machen noch mehr Plus. Der ist tot, oder? Ne? Hey, der stand doch mitten in den Pfeilen. Jetzt aber, okay, mit Heavy Delay. Na gut, Kraken ist noch ein Problem. Und da ist vorbei. Ah, so leicht hingegeben.
Einfach verschenkt. Mies, mies, mies. Darf nicht sein. Ja gut, ich habe auch scheiße gekämpft. So, Spielmodi haben sich verändert. Jetzt spielen wir Herrschaft. Ja, da kann der Bogen auch gut performen. Hey, warum habe ich jetzt diese Krone da drauf? Hä? Bin ich so gut? Verstehe ich jetzt nicht. Also, was bedeutet dieses Symbol? Manche haben da ein 2, was heißt das? Hat man dann irgendwie einen bestimmten Rang erreicht, oder? Boah, die sind zu 2 mit... Hä? Wie hat der jetzt... Hä, der hat doch gerade 8... Ja, nice luck. Also man kann nicht 8 Pfeile gleichzeitig auf der Map haben. Wenn die einen kommen, sind die anderen schon längst explodiert. Ja, toll. Es ist und bleibt Splatoon, ne? Ja, weg mit dir. Er benutzt den anderen. Die erste Version mit den Haftbomben. Ja, ist auch leichter, wenn man weiß, was die anderen Waffen für Sekundärwaffen und so benutzen, ne? Kann man sich halt drauf vorbereiten. Ja, wir kommen da halt nicht rein, ne? So, decken wir mal ein bisschen auf! Ne, aber wir kommen da einfach nicht rein. Doch, jetzt. Ja, oh, jetzt! Sehr gut, sehr gut. Last Minute. Drehen wir das Ganze nochmal um. Sehr gut. So, wir machen... Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten macht, ne? Na, keine Ahnung. Wir kamen da einmal rein, aber ich glaube, jetzt haben die uns halt. Ich weiß auch nicht. Lol, einen habe ich erwischt, blind. Mann, die Pfeile schießen aber so leicht versetzt, ne? Da, wo das Fadenkreuz hin zeigt, da musst du noch so ein bisschen nach oben zielen, um deine Pfeile zu platzieren. Scheiße. Seine Wahl, Betrug. Ganz klar. Ich dachte halt, die hätten 2 dieser Bogen, dann wäre es legit, aber... Come on, die einen waren nicht mal explodiert, da kamen schon die anderen. Was willst du denn machen? So, letzte Schlacht. Und diesmal holen wir uns den Sieg. Ja, eine Map mit Brücken. Habe ich jetzt noch keinen Plan, aber wir spielen gegen einen klassischen Bogen. Ja, der schießt halt 3 große Pfeile, ne? Ist genauso eine Gefahr wie unser Bogen. Boah, wie unser Pfeil ständig neutralisiert wird, das ist echt ätzend. Okay, jemand hat da vorne eine Menge Arbeit gemacht. Ich habe nicht beide auseinandergenommen, aber der Kraken hat dafür gesorgt. Sehr gut, sehr gut. Noch einen, komm, hol den auch noch raus.
Haben wir irgendwie jemanden mit Punisher drauf? Weil die waren sehr lange jetzt weg. Kann halt sein, ne? Ich glaube, hier schießt man auch besser in der Vertikale. Timer läuft immer noch. Sehr gut. So, aufpassen auf die Booyah-Bomb. Da warten wir die mal ab. Da konnte man jetzt nichts machen. Das Kommando war gut. Egal, wenn wir uns jetzt sammeln, dann geht's weiter, ne? Wir müssen halt nur beieinander bleiben. Der geht als Kraken jetzt da rein. Ja, ist fein. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, nice. Wieder zwei raus. Einer lebt noch. Ah, ja. Und einer hat DC. Ja, oder Rage Quit, ne? Keine Ahnung. Ich sage immer DC, aber es kann auch Rage Quit sein. Aber macht das nicht, Leute. Komm, spielt durch, auch wenn ihr verliert. Ja, ich weiß, es ist ätzend. Ja, komm, spielt doch for fun. Wenn man als Community halt positiv da steht, hat das nur Vorteile, ne? Ich sag's nur. Wie gesagt, ihr kennt ja vielleicht meine Geschichte mit der Pokémon-Community. Mit der TCG-Community davon und, ja. Keine Ahnung, ich werde nicht fahren damit, ne? Also. Besser, du hast eine Community, die dich willkommen heißt, als. Ja. Anderes Kaliber. Ja, weil nur Nettigkeit bringt halt auch neue Spieler rein, ne? Wenn die halt sehen, ey, die Leute sind ja voll chill. Ich mache ein bisschen weiter damit. Mit dem Spiel. Find mal neue Freunde und so. Gut, Freunde. Das war's aber für heute. Genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal und tschüss.